komponiert Trompeto. Im Oberland läuft Walter Heto. Ellie Glocker leitet Sturm. Brandinettel im Trauerturm. Der Turm der Bahnhof seine Richtung. Dicker Rauch, Grad, Puff und Wickel. Wo bleibt die Hilfe? Was geht es da? An Ellie, Ruben Ellie, ja. Julio, das brennt, das brennt. Gott. Man füllt vorbei durch Spritzer schwimmt. Vor der Kurs und vor der Turm. So langsam wird zum Arm, den Boom. Im Gewelt, im Zwiebeldome. Das Holz, das hat mir längst Zeit gehoben. Augusten. Dieser Tag war ein Tag wie viele andere in diesem heißen Sommer. Geschäftige Handwerker, Frauen, die ihre besorgenen Einkäufe erledigen, spielende Kinder, einfach alle, vom Ratsherrn bis zum Bettelmann, tummelten sich in der Stadt und auch um die untere Kirche. Die Frauenkirche. Alles wirkte sehr beschaulich. Und der Tag hätte auch so enden können. Es kam ganz anders. Lassen Sie also dem Ereignis seinen Lauf. Der Einsatz zur Entmutung, der Wald noch dort,
Landgruppe Kontroll, den Feierwitz braucht, um sicher zu sein, nimmt der Kommandant Kontroll von den Armen selber in Hand. Egal ob gefährlich oder nicht, egal ob reizvoll oder dicht, er stellt Leute auf bis oben und guckt sich durch Sachen einmal richtig an. Doch halt! Was nur das Kind? Was ist da los? Es tut der Kommandant an den Hose. Frau Kommandant, ich höre jetzt hier auch zum Gucken. Das ist kein Qualm, das sind bloß Mücken. Oh, was denn halt? Hat auch mal Spiel. So ein Blamasch, das ist nicht geschehen. Doch da und geh mit Heu. Blamiert's aber auf Mark und Boy. Geh mit Lauf ins Städtchen rein. Und keiner da noch kräftig ein. Und seit jenem tollen Spuck haben wir den Spritzenmuck. Spritzenmuck seit der Zeit nennt man uns in Ewigkeit.